Hallo, liebe Fernsehzuschauer. Wir suchen den Rainer. Aber der ist in Zürich und will ein tolles Interview machen, was ganz besonders ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und wir schalten um nach Zürich zur Eurovision. Ja, Grüße nach Deutschland, Grüße zum Roland, Grüße an die Fernsehteilnehmer in Westdeutschland, Ostdeutschland, auch hier natürlich in der Schweiz. Wir sind heute Abend bzw. heute Morgen bei Rosemarie Burri und sie war die erste Fernsehansagerin hier in der Schweiz 1953, ein gutes halbes Jahr, wo das Fernsehen in Deutschland begann. Ich begrüße Sie. Ich auch. Ja, damals haben Sie als erste Fernsehsprecherin hier in der Schweiz, in den Bellerive-Studios hier in Zürich, ging ja da über den Uetlisberg, wurde es gesendet. Ja. Und wie war das für Sie? Das erste Mal, haben Sie gedacht, es ist eine elektronische Spielerei? Haben Sie gedacht, das Fernsehen wird mal so groß werden, wie es heute ist oder nicht? Ich habe gar nicht gewusst, dass das Fernsehen, dass es schon gibt. Und ich bin dann dazugekommen per Zufall. Und ja, da habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Aber es war aufregend, die erste Sendung. Alle Leute waren aufgeregt, natürlich. Und Sie konnten gar nicht runter ins Dorf gehen. Man hat mit den Fingern auf Sie gezeigt. Nein, man noch nicht so. Nein, das war nicht wie heute. Das war wie heute. Zum Glück. Zum Glück. Und aber die Geschichte mit den Fernsehgeräten, das war ja, man hat ja früher gesagt, Radio mit Bild oder das Bildfenster. Mhm, ja, und ja, die Bildröhren, die waren ja im Anfang nur 20 Zentimeter, 22 ja, Zentimeter, 36. Ja. Die Kiste war größer mit dem kleinen Bild. Ja, ja. Wann hatten Sie denn Ihren ersten Fernsehapparat gehabt? Nie. Nie? Nie. Das ist ja ein Ding. Meine lieben Fernsehteilnehmer, das ist ein Ding, dass die Dame keinen eigenen Fernseher hatte. Ja. Aber heute haben sie einen. Nein. Auch nicht. Das gibt's nicht. Hat sie das so erschreckt? Nein, aber ich wüsste gar nicht, wenn ich noch Fernsehen schauen müsste oder sollte. Also, weil ich habe immer zu wenig Zeit für alles, was ich machen möchte. Ich sehe am Grundstück, es ist ein großes Anwesen hier. Ja. Da ist wenig ich Zeit für Fernsehen. Ich lese sehr viel, also ich muss schon sagen. Und ich höre Radio und ich lese Zeitung und ich lese auch sonst viel. Also ja, die Zeit vergeht ohne Fernsehen. Aber Radio haben Sie? Ja, habe ich. Da ist die Zeit dann stehen geblieben und das Fernsehen ist an Frau Burri vorbeigegangen. Ja. Wie lange haben Sie denn fürs Fernsehen gearbeitet? Ein knappes Jahr. Ein knappes Jahr und immer 2 Stunden täglich, ne? Nein, es ist dann immer mehr geworden. Aha. Zum Schluss waren es dann? Oh. Ja, das weiß ich nicht mehr mal ganz genau, ja. Es hat dann auch mehr Ansagerinnen und man hat sich dann geteilt. Ja. Aber das kann ich nicht mehr sagen, ja. Aber irgendwann war das doch mal so, wenn die Leute, Fernsehen hat ja noch nicht jeder gehabt, sie waren ja auch ziemlich teuer gewesen, die Geräte. Ich weiß, 1957, bei uns ein Löwe-Opta-Fernseher hat gekostet 888 D-Mark. Und so war das. Und die Fernsehgeräte in der Schweiz, das waren ja die ganz alten Autophon, Uto, ja, mit ja, der kleinen Röhre, mit den ja, Holzknöpfchen. Und dann gab es ja hier noch den Aldepa. Sagt Ihnen wahrscheinlich ja, nichts. Und hat man Sie denn unten in der Stadt irgendwann mal erkannt? Sie sind's doch aus dem Fernsehen. Ja, lustigerweise nicht. Erstens mal gab es in der ganzen Schweiz nur 2000 Fernsehapparate. Aha. Und die waren in Restaurants oder in den Schaufenstern von Radiogeschäften. Ja, da haben die Leute natürlich die Nase platt. Und dann sind die Leute da draußen gestanden und haben ja, zugeschaut. Ja. Unglaublich. Und ich war ja, sonst habe ich mich nie geschminkt und ich war ja immer geschminkt fürs Fernsehen. Und da hat man mir gesagt, ich habe deine Schwester gesehen. Ich habe gar keine Schwester. Hätten Sie mal sagen sollen, wer schöner ist als ich, ist geschminkt. Aber man hat mich nicht erkannt. Nein. Nirgendwo. Nein. Auch nicht in der Printmedia. Ich war sogar bei der Schweizer Illustrierten auf dem Titelblatt. Ja, und? Und da beim Kiosk eine ganze Reihe. Ah.
Das hat man hab ich nicht erkannt, nein. Das ist ja ein Ding. Aber da haben Sie ja noch Fotos von, nicht? Ja. Die sehe ich da schon auf dem Tisch liegen. Ja. Und unglaublich, das zeigen wir den Fernsehteilnehmern dann auch gleich mal. Mhm. Ja, da ist doch schon was zu sehen. Also ja. Das ist im Studio. Das ist sehr schön, ja. Ah, und das ist... Und das da ist beim Schminken. Es war alles sehr einfach am Anfang. So eine ähnliche Fernsehkamera von der Deutschen Fernseh GmbH steht bei mir auch noch rum. Ja, ist doch wunderbar. Und dann musste ich ja alles auswendig lernen. Das dürfte doch für Sie kein Problem gewesen sein. Man lernt es mit der Zeit. Ja. Aber ja. Wenn man mir Drehbücher geschickt hat, habe ich mir die ersten zwei Zeilen und die letzten paar, da musste ich spielen. Und ich war immer der Erste, der fertig war und gehen konnte. Mhm. Oh, das war immer ganz gut. Ja. Das sieht gut aus. Das ist auch... Ein Original. Und das ist auch eine... Sehr schön, sehr schön. Ja, das sind dann so Interviews, sonst habe ich... Ja. Das ist sehr gut. Ja. Und wenn man Sie heute fragen würde... ob Sie noch mal eine Sendung ansagen könnten. Würden Sie es machen? Ja. Das ist wahr. Das schon, aber es wäre nicht mehr lustig für die Zuschauer. Ach sicher, lustig. Lustig ist doch alles möglich. Wie war damals der Ablauf, der Tagesablauf im Fernsehstudio? Wann haben Sie angefangen morgens? Wann hatten Sie Feierabend? Also, wir hatten einfach zwei Stunden... Am Anfang zwei Stunden Sendezeit und da bin ich nach der Schule, ich war dann an der Kunstgewerbeschule, bin ich ins Studio gegangen, habe den Text erhalten, habe ihn auswendig gelernt und dann ist meistens sind die Leute weggegangen zum Nachtessen und ich habe dann im Studio gehütet, was zu hüten war. Wenn der Zoodirektor da war, gab es Tiere zu hüten. Gut. Schauen, dass sie nicht weglaufen. Und dann, wenn dann die Sendezeit war, da wurde ich geschminkt und dann hat es dann angefangen. Und Feierabend, nach Hause gehen konnten Sie? Ja, das konnte ich mit dem Traum, das war kein Problem. Ja, das ja, ging. Das war kein Problem. Irgendwie nach 8 Stunden ist ja normal Feierabend. Ja, gewesen. Das war ja nur 2 Stunden. Das also war gut. Ja nur 2 Stunden. Nein, es war natürlich. Ihre Brille es war runter. Natürlich mit dem Weg ja. Und mit dem Hingehen zum Vor. Ja, ich musste früher dort sein. Ja, ja waren es vielleicht 3-4 Stunden. So, und ja. Dann, da war ja auch dann in der Zeit auch nicht so viel Verkehr gewesen wie heute. Ja, ich konnte mit dem Tram nach Hause gehen. Kein Problem. Aber ich sag einfach mal, die ganzen Ansagen, die Sie gemacht haben, das waren ja unzählige. Wenn sie schlecht gewesen wären, hätte man sie davongejagt. Das hat man nicht getan. Also hatte man an ihren Aussagen und an ihren Gesprächen Spaß gehabt. Ja, also gut, ich musste, was interessant war, ich musste ja immer in dieser Tennishalle bleiben, weil ich hat zwischendurch hat es wieder Zwischenansagen gegeben und da konnte ich nicht hinausgehen. Mhm. Also war alles ganz hautnah und das war sehr interessant. Ja, ja das war nicht sehr so. Sehr interessant. Da hat nur die Kamera ist dann wieder ein bisschen weggefahren und zum anderen Motiv oder was da kam. Gerade das. Ja, ich habe mir so vorgenommen, ich muss dir sagen, es ist ein historischer Moment. Ah, ja. Sozusagen. Sozusagen. Und dann habe ich gedacht, nur nicht historisch falsch sagen, nur nicht hysterisch sagen. Ach. Und dann bin ich über sozusagen gestolpert. Und das ist der Versprecher. Aber der gehört dazu. Ja, ja. Der gehört dazu. Ich habe sehr wenig Versprecher gehabt. Super. Aber am Anfang, da war er da, ja. Ich hasse das immer, wenn man eine Szene 3, 4, 5 Mal wiederholt. Hinterher, ich habe ihn am Telefon absichtlich die Fragen, die ich im Kopf hatte, nicht schon gestellt, damit sie, das sollte jetzt aus dem Stegreif kommen. Ne? Ja. Echt kommen. Kein Drehbuch, kein Nix, keine Vorbereitung. Es sind ja keine schlimmen Fragen gewesen. Aber ich denke mal, das war eine schöne Geschichte. Ich finde das richtig toll. Und wenn ich fragen darf, fragt man natürlich eine Dame nicht, wie alt sind Sie? Jetzt. Jetzt. 92. Dann sehen wir uns in 8 Jahren wieder. Ich will nicht 100 Jahre alt werden. Ah. Nein.
wenn wir dann noch da sind, dass überlegen es mir gut müssen. Geht, dass ich hier bleiben kann, bis es vorbei ist. Ja. Also wenn Sie 100 werden, sehen wir uns mit Sicherheit wieder. Das kann ich von mir aus versprechen. Dann geht das Telefon und wenn Sie den Herrn Berkenhoff dran haben, dann wissen Sie gleich Bescheid. Ja, dann weiß ich Bescheid, ja. Sehen Sie. Und meine Damen und Herren, auch in Deutschland natürlich, Frau Buchi würde es gerne wieder machen. Wir beenden die Sendung einfach damit, dass die Frau Buchi gleich in die Kamera sich verabschiedet von den deutschen Fernsehteilnehmern und von den Fernsehteilnehmern hier in der Schweiz. Das war ein interessantes Gespräch mit Ihnen. Es hat mich sehr gefreut. Danke. Also ich verabschiede mich für alle Zuschauer in Deutschland und in der Schweiz und ja, das letzte Mal beim Fernsehen. Und das waren die letzten Worte. Ich hoffe, es wird noch lange dauern und Sie werden noch lange diese Sendung verfolgen. Diese Geschichte ist einmalig. Es hat mich sehr gefreut. Danke. Dankeschön fürs Interview. Danke. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Wünsche ich Ihnen auch. Ja, ja, die Liebe in der Schweiz, holoi, tscha, 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 hat ihren ganz besonderen Reiz, holoi, tscha, tscha, tscha. Denn dort wird um Mitternacht jede Tränke zugemacht und die Liebespaare haben lange Nacht, 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 Nacht. Ja, ja, die Liebe in der Schweiz, holoi, tscha, 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 hat ihren ganz besonderen Reiz, holoi, tscha, tscha, tscha. Und außerdem ist sie noch international. Tja, tja, tja. Ja, ja, die Liebe in der Schweiz ist nicht neutral. Tja, tja, tja.